ne? Ja, dummerweise bin ich nicht sehr weit gekommen. Ich habe festgestellt, unser Seelachskiller ist eine totale Fehlkonstruktion. Der fängt hier nur Torsche und Schellfische. Am laufenden Meter. Ist mir so unendlich peinlich, dass ich die Produktinformation falsch geschrieben habe. Wie hoch hast du gekurbelt? 3 Meter oder was? Wenn überhaupt. Ja. Wenn überhaupt. Also die Bisse kommen tatsächlich überall. Das ist wirklich lustig. Also du beim Anpilken praktisch direkt, wenn du den ankurbelst, aber auch wenn du weiter kurbelst im Mittelwasser. Also klingt irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber man kann sich nie sicher sein, dass man tatsächlich eine Leerfahrt hinkriegt. Das finde ich sehr spannend. Mal gucken, ob wir vielleicht auch nochmal einen Seelachs fangen. Jetzt müssen wir ihn nochmal umlabeln. Ja. Ja. Der Hüsekiller. Gut, also nicht nur der Hüsekiller. Oh. Ich hoffe, du hast ihn gut drauf. Ja. Nicht schlecht. Ein Allrounder sozusagen. Ja. So. Dann zeig ich ihn mal her, Thomas. Ich bin ein bisschen klein hier. Ja, unsere Bordwarten ist ziemlich hoch hier. Was ja meistens ganz gut ist, aber. Zum Land ist es ein bisschen schlecht, ne? Ja. Also. Voll genommen. Kein schlechter. Nö. Nö. Also. Geht gleich weiter. Oh. Der nächste Seelachskiller-Anbiss. Wollte Basti hier ein bisschen aufschocken mit seiner Bremse, aber. Ja, kam er dann doch. Dafür reicht es dann doch nicht. Ja, der Seelachskiller macht so eine schöne flatternde Bewegung, wenn er absinkt. Und beim Hochkurbeln braucht man gar nicht viel Geschwindigkeit aufnehmen, denn dreht sich das Blatt und die Fische, ja, von 2 Meter über dem Grund bis kurz unter die Oberfläche kommen die Bisse. Der kam jetzt so bei 6-7 Meter über dem Grund. Irgendwie auch für Dorsch ganz okay, glaube ich. Scheinbar. Sieht so aus. So aus. Ein Dorsch. Auch voll genommen wieder. Ja. Kriegen wir wahrscheinlich so. Ja, den zeig mal her. Das ist ja mal auch wieder ein schöner 70er Dorsch. Ganz wunderbar. Ja, passt die? Ja. Da sind sie. So, ich bin nochmal zu Thomas. Ja, und das mal eben in 3-4 Minuten. 2 Klasse Dorsche auf den Seelachskiller. Ich zoome nochmal eben ran hier. Na, da ist er. Da ist er. Ja, sehr geil, Jungs. Ja, danke. Dann macht mal weiter. Ich fange jetzt ein Heilbutt. Ja, mach mal. Ja, wir auch. So, bis demnächst. Tschö.